Du hast dir heute in der Früh gewünscht, wie ich dir zum Geburtstag gratuliert habe und viele andere auch. Alles andere ist egal, 3 Punkte müssen her. Das ist doch ein großartiges Geburtstagsgeschenk, oder? Ja, genau. Ich bin prinzipiell ein Mensch, der einen großartigen Geburtstag feiert. Für mich war wichtig, dass wir heute die 3 Punkte holen, dass wir uns einfach belohnen für die harte Arbeit, die wir tagtäglich leisten. Die Jungs haben sie jetzt diese Woche wieder hervorragend gemacht. Ich war ja leider nicht dabei. Ich habe natürlich mit den Spielern viele Gespräche geführt und mich ausgetauscht. Aber der Martin und der Fuki haben das sensationell gemacht, auch wie vergangene Woche. Und von dem her freut es mich, dass sie sich so belohnen. Ich bin reingekommen, erste Chance eigentlich gleich genützt, voll gut reingestartet und den zweiten haben wir im Selbstvertrauen vom ersten genau gleich verwertet. Und ich glaube, ja, bin heute reingekommen, habe eine gute Leistung gebracht, habe meine Chancen genützt und kann man sagen, hat der Trainer alles richtig gemacht. Kann man heute das auch bezeichnen, Edel Joker und daher gar kein abfälliger Begriff, sondern eigentlich eine Auszeichnung? Ja, ich muss sagen, viele nennen mich so. Auch immer, wenn ich von der Bahn komme, sagen sie, jetzt kommt der Edeljoker. Und heute war es halt wieder mal so, dass ich reinkommen bin und getroffen habe und der Mannschaft geholfen habe zu den 3 Punkten, zu den sehr wichtigen. Luca und mich verbindet eine ganz besondere Beziehung. Es ist immer zwischen Genie und Wahnsinn. Wir haben auch in Corona-Zeiten viele Stunden da hinten hinter dem Tor verbracht, bei Individualeinheiten, wo er richtig Gas gegeben hat. Und mich freut es dann, dass er sich belohnt und das dann auch heute so auf den Platz gebracht hat. Als Edeljoker hat man natürlich auch die Aufgabe, dass man relativ lange auf der Bank sitzt, von draußen mitfiebert. Und wie hast du das erlebt, dass die Mannschaft alles probiert hat, aber nichts reingegangen ist? Ja, ich glaube, wir haben wieder das Spiel sehr gut unter Kontrolle gehabt von Anfang an. Sind auch zu Chancen gekommen, der Konrad zweimal mit dem Kopfball. Und ich glaube, wenn wir das Tor da machen, ist schon früh entschieden. Aber wir sind immer dran geblieben, haben immer dran geglaubt. Und wenn man dann den Gegner über so eine lange Zeit dominiert, kommt irgendwann das Tor von alleine. Zur Pause stand es 0-0, aber da waren auch ein paar große Gelegenheiten vom Gegner dabei. Ja, es waren Riesenmöglichkeiten vom Gegner mit dabei. Wir haben da wirklich Glück gehabt und haben dann alles versucht, in der Halbzeit noch einmal alle Kräfte zu mobilisieren, haben das dann richtig gut gemacht. Zweite Halbzeit ist aber wieder eine Qualität von uns, dass man auch sieht, dass in solchen Situationen die Null hinten steht, auch wenn es ein bisschen ein Glück ist. Aber ich glaube, das Glück muss man sich erarbeiten und das haben wir auch gemacht. Natürlich riesengroße Freude über diesen doch grandiosen Sieg jetzt. Ja. Man hat einfach gesehen, dass die Jungs richtig on fire gewesen sind, diesen Sieg unbedingt wollten, alles in die Waagschale geworfen haben. Das haben wir vorhin bei dem Jubel nach den Toren gesehen und ich glaube, sie haben sich den Sieg auch wirklich alle gemeinsam sehr verdient. Ja. 1 Punkt fehlt noch und dann gibt es die Krönung. Ja, nächste Woche holen wir uns nicht nur einen, sondern 3 und dann schmeißen wir richtig fette Party.